Reise in den Mittelpunkt des Lebens. Space. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumagentur. 16. Februar 2011, Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana. Schwere europäische Trägerrakete bringt den Raumtransporter Johannes Kepler zur internationalen Raumstation ISS. Es ist der 42. Start einer Ariane 5 Rakete. Ce succès, cette fiabilité. Dieser Erfolg, diese Zuverlässigkeit lassen sich folgendermaßen erklären. Erstens verfügen wir Europäer über eine große Erfahrung, aufgebaut durch die Arbeit von zwei Generationen an Ingenieuren. Zweitens wären da die Planung, die Entwicklung und die Umsetzung. Die Herstellung wird genauestens überwacht und wir können sämtliche technischen Risiken überprüfen. Nur so sind wir uns fast hundertprozentig sicher, dass die Trägerrakete, wenn wir auf den Knopf drücken, ihre Mission erfüllen wird. Lorsqu'on appuie sur le bouton, d'être sûr ou quasiment sûr que le lanceur va remplir sa mission. In Lemuroux in der Nähe von Paris baut das Unternehmen Astrium die erste Stufe der Trägerrakete Ariane. Dieser Teil ist 30 Meter lang und wird rund 150 Tonnen flüssigen Sauerstoff enthalten, sowie 25 Tonnen flüssigen Wasserstoff, die nötig sind, um den Motor Vulcan 2 anzutreiben. Bei einem Orchester stellt man sich nicht die Frage, aus welchem Land der Geigenspieler oder der Klarinettist stammt. Die Aufmerksamkeit richtet sich vielmehr auf den Dirigenten, denn er ist es, der alles koordiniert. Wir sind in einer ähnlichen Situation. Astrium, der Baumeister, hat diese Rolle inne. Er ist der Dirigent, der den Bau der Trägerrakete koordiniert. Denn die Teile der Rakete kommen aus 12 europäischen Ländern. Es ist die Aufgabe von Astrium, dafür zu sorgen, dass am Ende alles zusammengefügt ist und die vollendete Rakete zum Start bereit ist und die Erfolgsserie fortführt. Die verschiedenen Teile der Trägerrakete werden getrennt voneinander in ganz Europa hergestellt. Am Ende werden sie alle per Schiff zum Europäischen Raumfahrtzentrum Kourou in Französisch-Guyana gebracht. Dort werden diese Puzzleteile sorgfältig zusammengefügt und dann kommt die fertige Trägerrakete rauf auf die Startrampe. Die Geschichte nahm ihren Anfang in den 60er Jahren. Europa baute seine ersten Satelliten und musste sie nur noch ins Weltall befördern. Doch das war einfacher gesagt als getan. Deutschland und Frankreich hatten beschlossen, einen kleinen kommerziellen Kommunikationssatelliten zu entwickeln. Sie brauchten eine Trägerrakete und sie fragten die USA. Die Amerikaner erwiderten, dass sie, falls sie starten würden, dann nicht für kommerzielle Zwecke. Deutschland und Frankreich mussten akzeptieren, dass der Satellit nicht für kommerzielle Zwecke eingesetzt würde. Und erst dann waren die Amerikaner dazu bereit, ihn ins All zu schießen. Für die Franzosen war das der Anstoß. Sie sagten sich, wir benötigen einen unabhängigen Zugang. Und sie setzten sich für diesen Zugang ein. In der neu gegründeten Organisation, aus der die ESA, die Europäische Weltraumagentur, entstand. Ralf Jäger gehört zu den Pionieren. Er hat das Ariane-Abenteuer mit allen Höhen und Tiefen hautnah miterlebt. Seit ihrem Jungfernflug 1979 hat sich Ariane weiterentwickelt. Dank ihrer Zuverlässigkeit und ihrer Anpassungsfähigkeit ist sie weltweit gefragt. Ohne Ariane wäre ein unabhängiger europäischer Satellitenbau nicht möglich. Denn wir wären nicht in der Lage gewesen, unser Können und Wissen zu entwickeln und anzubieten. Und ohne Ariane gäbe es natürlich auch keine so starke europäische Trägerraketenindustrie. Auf dem Rollfeld des Pariser Luftfahrtmuseums Le Bourget hat Ariane 5 einen Ehrenplatz inne.
Antonio Fabrizi, der Direktor der Trägerraketen der Europäischen Weltraumagentur ESA, erklärt die Strategie für die kommenden Jahre. Was sind langfristig unsere Ziele? Wir müssen dafür sorgen, dass Europa einen unabhängigen Zugang zum Weltall hat. Außerdem müssen wir uns mit unseren Angeboten auf dem Markt behaupten, um unsere Industrie zu erweitern und Umsatz zu machen. Die Konkurrenz ist sehr stark und wir müssen unsere Trägerraketen ständig weiterentwickeln. Wir werden sehen, wie diese Raketen auf dem Markt ankommen. Wir müssen immer an die Zukunft denken und einen Schritt voraus sein. Faremo il possibile in questo senso. Certo, dobbiamo pensare comunque al futuro. Beim Sitz der Ariane Espace in Évry in der Nähe von Paris sind sie schon fast in der Zukunft angekommen. Ariane Espace ist für die Vermarktung der europäischen Trägerrakete Ariane 5 verantwortlich. 2011 ist für das Unternehmen ein ganz besonderes Jahr. "2011 werden die laufenden Projekte weitergeführt. Es gibt jedoch eine Neuheit. Zum ersten Mal wird eine Soyuz-Trägerrakete von der Insel Französisch-Guayana aus starten. Soyuz ist kleiner als Ariane 5. Der Start ist für den Sommer vorgesehen. Unsere Zusammenarbeit mit Russland reicht weit zurück. Wir haben bereits 22 Starts der Soyuz von Baikonur in Kasachstan aus organisiert. Alle sind geglückt. Die Startrampe wurde von der ESA, dem CNES, Ariane Espace und von unseren russischen Partnern gebaut." Auf dem Gelände in Französisch-Guayana wartet die Startrampe bereits auf die Trägerrakete Soyuz. Ein geändertes Modell der Rakete wird in einer Halle in der Nähe zusammengebaut. Für die Soyuz beginnt ein neues Kapitel. 1700 Flüge mit einer stolzen Erfolgsrate von 98% haben die Soyuz zu einem Vorbild gemacht. Und dann wäre da noch die kleinste Trägerrakete Vega. Vega, die jüngste der Familie, darf man nicht vergessen. Die Europäische Weltraumagentur arbeitet derzeit an ihrer Entwicklung. Mit ihr wird es möglich sein, leichte, praktische Sachen für die Beobachtung der Erde und für wissenschaftliche Programme ins Weltall zu schicken. Der erste Start von Vega ist für 2011 geplant. 2011 wird also das Jahr der Trägerraketen sein. Die Startrampe für Vega ist fast fertig. Diese italienische Trägerrakete wird in Colleferro hergestellt. Beim Bau greifen die Ingenieure auf eine Technik zurück, die in der Formel 1 verwendet wird. Die Kohlenstofffasern werden gesponnen und dann aufgeklebt. Die Trägerrakete bleibt so leicht und ist trotzdem in der Lage, 1,5 Tonnen in die Umlaufbahn zu hieven. Doch wie koordiniert man den Einsatz von diesen drei verschiedenen Trägerraketen, Ariane, Soyuz und Vega? Es geht um technische Unterschiede zwischen Soyuz, Ariane und Vega. Soyuz ist vollkommen verschieden aufgebaut, denn es handelt sich um russische Technik, während es zwischen Ariane und Vega ein paar Gemeinsamkeiten gibt. Ein Team allein, das Ariane Espace Team, wird sich um die drei Trägerraketen kümmern. Es wird also ein Zusammenwirken geben, was die Technik und was die Wirtschaft betrifft. Es ging der ESA darum, ein Programm für die Trägerraketen auf die Beine zu stellen, und den Betrieb hat sie Ariane Espace anvertraut. Die Prozeduren vor, während und nach dem Start sind die gleichen. Sie wurden einem Standard angepasst, damit das Team von Ariane Espace alle Raketen bedienen kann. Im Fall von Vega gibt es kein Problem, bei ihrem Bau wurde der Standard berücksichtigt. Doch bei der Soyuz-Trägerrakete musste das Ladesystem angepasst werden. In Kourou werden die Raketen stehend geladen, während es in Baikonur üblich ist, das Laden liegend vorzunehmen. Und wie sieht es bei Ariane 5 aus? Diese Ariane ist schon 15 Jahre alt, was ein ehrwürdiges Alter für eine Trägerrakete ist. Wir müssen an ihre kurzfristige Zukunft denken. Wir planen eine Weiterentwicklung dieser Trägerrakete. Das verbesserte Modell wird MidLife heißen und wird in der Lage sein, eine größere Masse zu tragen. Es geht uns darum, etwas größere Satelliten zu transportieren, so wie es bereits die russische Konkurrenz macht. Wir werden dann auch zwei Satelliten gleichzeitig ins All schicken können. Satelliten de plus en plus gros.
zwei Satelliten gleichzeitig zu transportieren, eine Spezialität von Ariane 5. Und ab 2016 wird das sogar mit noch schwereren Satelliten möglich sein, dank stärkerer Triebwerke. Neuheit, das neue Modell der Trägerrakete wird in der Lage sein, die zwei Satelliten in verschiedene Umlaufbahnen abzusetzen. Doch was haben wir, die Bürger, von all diesen technischen Leistungen? Wir haben einen Zugang zum Weltraum. Und neben der Wissenschaft und der Erforschung des Alls gibt es Anwendungen, von denen wir täglich profitieren. Wir schauen fern. Viele Bilder kommen über Satelliten und wir telefonieren. Das Telefonnetz beruht zum großen Teil auch auf Satelliten. Wir sind uns nicht immer bewusst, wie viel in unserem täglichen Leben dank der Satelliten im Weltraum möglich ist. Dann wäre da noch der Faktor Arbeit. Diese Hochleistungstechnologie schafft tausende Arbeitsplätze. Es ist sehr wichtig, dass die europäische Weltraumindustrie wettbewerbsfähig bleibt. Occupazione con alto livello di contenuto tecnico, quindi importante per la competitività dell'Europa. 2011 ist das Jahr der Trägerraketen. Sie müssen ständig verbessert werden, damit sie von der Konkurrenz nicht abgehängt werden.